Der Mensch hat immer im Konflikt gelebt. Und wir sehnen uns danach, all diesem zu entkommen. So wollen wir gemeinsam dieses außerordentliche Phänomen betrachten, wie der Mensch nach tausenden von Jahren ein Barbar geblieben ist, voller Angst und Hass. Und so fragt man sich, ob es auf dieser Erde Frieden geben kann. Denn ohne Frieden, zunächst den inneren, seelischen Frieden, kann das Gehirn sich nicht entfalten, können Menschen nicht vollkommen ganzheitlich leben. Es liegt in ihrer Verantwortung, die Dinge zu prüfen, nicht nur intellektuell, verbal, sondern mit ihrem Herzen, ihrem Gehirn und ihrem ganzen Sein. Und festzustellen, warum wir das sind, was wir sind. Das ist eine sehr ernste Frage. Sie verlangt eine ernste Antwort. Sagen Sie nicht, es sei möglich oder unmöglich, sondern prüfen Sie sehr gründlich, warum Menschen in ständigem Konflikt, in Problemen und Spaltung leben.